Ja, liebe Wormserinnen, liebe Wormser, wir hatten gestern eine lange Stadtratssitzung gehabt mit 32 Punkten, die zu bearbeiten waren. Da ging es unter anderem darum, klarzumachen, auch deutlich zu machen, eine Resolution zu verabschieden, dass Worms die Kreisfreiheit behalten muss. Das ist ganz, ganz wichtig ist, weil hier die Entscheidungen getroffen werden für die Bürgerinnen und Bürger in Worms. Und wir wollen natürlich auch kooperieren darüber hinaus, über die Stadtgrenze hinaus. Aber die Entscheidung muss hier bleiben und die ehrwürdige Stadt Worms muss kreisfrei bleiben. Das war also eine ganz, ganz wichtige Sache gewesen. Wir hatten auch noch darüber gesprochen, war sowohl ein Antrag vom Bündnis 90 Grünen als auch von der CDU mit unseren Bahnhalten. Und zwar alle drei Bahnhalte, sowohl im Norden als auch im Süden der Bahnhaltepunkt, wie auch der im Westen, sprich an der Karl-Wittinger Straße, dass man das nochmal prüft, wie weit die also eingerichtet werden können. Zumindest der in der Karl-Wittinger Straße, denke ich, lässt sich am ehesten realisieren, aber auch die beiden anderen müssen entsprechend geprüft werden. Und dann ging es noch darum, einen Bebauungsplan aufzustellen, den Aufstellungsbeschluss, das ist also ganz am Anfang des Verfahrens, den Aufstellungsbeschluss zu treffen. Es ging um das Baugebiet in den Lüssen angrenzend an die Slevogtstraße. Da sollte zunächst ein größeres Baugebiet entstehen. Ein Teil davon lässt sich leider nicht als Wohnbaugebiet entwickeln, wegen der Lärmemissionen in der Straße und auch dann jetzt die geplante Unterführung am Fahrweg und deswegen nur ein Teil davon, wo also Wohngebäude entstehen soll, wo aber auch ganz, ganz wichtig 25% sozial geförderter Wohnungsbau entstehen soll, in Geschosswohnungsbau entlang der Straße. Aber auch das muss ich ins Gebiet einfügen, deswegen maximal 2,5 Geschosse hoch. Und wir erhoffen uns da, dass wir einen harmonischen Übergang hinbekommen von der Siedlung in den Lüssen zu dem neuen Baugebiet. Ja, ist mir ganz, ganz wichtig, dass Sie, liebe Wormserinnen, liebe Wormser, immer informiert sind. Sie haben die Möglichkeit, Zeitungen zu lesen, aber auch die neuen Medien zu folgen. Und ich bin gerne bereit, entsprechend immer Auskunft zu geben. Fragen Sie mich an, schreiben Sie mir E-Mails oder melden Sie sich an für die Bürgersprechstunde. Ich freue mich auf Sie.